Ja, hallo, da ist er wieder, euer Uwe. Und wie ihr seht, du mit Begleitung heute. Ja, ich bin heute in Bad Camberg unterwegs. Der Name sagt es ja schon, Bad Camberg ist ein Kneippkurbad. Und da angelt man sich doch so mal schnell so einen Kurschatten, ne? Und den hat der Uwe sich dann auch gleich geangelt. Da neben mir seht ihr, nein, ich bin heute so ein bisschen im Kurpark Bad Camberg unterwegs. Und warte im Grunde genommen auf meine Uhren, denn ich lasse gerade in meinen Uhren, die ich schon ewig habe, gerade die Batterien wechseln, die sind nämlich alle. Und da muss ich so eine halbe, dreiviertel Stunde warten. Also ich wollte ja eigentlich so ein bisschen mehr wandern, aber heute war so ein sehr durchwachsener Tag, also sehr verregnet auch heute früh. Und deswegen geht das also nur ganz kurz hier in den Kurpark. Ich habe euch da auch so ein paar schöne kleine Eindrücke dann auch ein bisschen gefilmt, dass ihr so mal so eine Ahnung habt, wie das hier in Bad Camberg im Kurpark dann so ausschaut. Ja. So, morgen muss ich dann ein bisschen einkaufen, denn wie ihr ja wisst, also der Uwe ist sehr, also nicht europäisch eingestimmt, was Klamotten angeht. Ich habe also hier dann auch, jetzt wenn man ein bisschen runter geht, dann wieder die kurzen Hosen an. Ja, also das seht ihr, also voll karibisch und da bedarf es natürlich so ein bisschen noch ein paar Klamotten. Also ich brauche noch so ein paar lange Hosen und ein paar Turnschuhe. Also da merke ich dann schon, dass mir dann doch so einiges fehlt hier für das europäische Klima. Ja, das ist also schon wichtig. Also da, Gott sei Dank, ist es dann jetzt hier so durchwachsen Sommer. Sonst hätte ich ein Problem. Also da, ja, da fehlt es also an allen Ecken. Ja. Und dann geht es ja dann auch schon Ende Woche dann hoch Richtung Kiel. Familienbesuch, meine Schwester und so weiter. So, da freue ich mich dann auch ein bisschen drauf. Und dann geht es weiter. Ihr seid ja dann immer dabei, ihr seid auf dem Laufenden. Und da freue ich mich auch drauf, dass das euch so ein bisschen auch gefällt. Also liebe nette Kommentare. Klar habe ich dann auch meine 3, 4, 5, 6 Leute, die den Daumen nach unten machen, aber das ist halt nun mal so im Leben. Nicht jeder mag dich und das merkt man dann auch so dann in den Kommentaren oder dann auch in den Daumen hoch oder den Daumen runter. Aber das muss man abkönnen. Das ist halt so im Leben. Ja, so ist es. Ich habe in Spanien telefoniert und es sieht also relativ gut aus, dass also da einige Tauchcenter Interesse zeigen. Und ich muss halt dann schauen, wenn also meine ganzen Familiensachen hier soweit abgeklärt sind. Noch andere Termine, zwischendurch geht es dann los. Ich muss gucken, ich denke mir, dass ich mit der Eurowings fliege, weil ich habe da ja noch diese 1000 Gutscheine, die muss ich ja dann auch alle irgendwo verwerten. Und dass ich dann so ab dem 20. dann irgendwo in Spanien dann einfliege und dann geht es dann da direkt ans Eingemachte. Also da bin ich dann auch mal gespannt. Also das ist für mich dann ja auch wieder Neuland und neues Abenteuer. Also da lasse ich mich dann überraschen. So, jetzt gehen wir hier noch mal ein bisschen durch den Kurpark und ich nehme euch da noch mal so ein bisschen mit. Ich gebe euch so ein paar Eindrücke und hoffe, dass euch das Ganze gefällt. So, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Euer Uwe. Tschüss.